Kommentatoren Manni Breukmann und Frank Buschmann. Fritz Walter ist tot, aber sein Wetter lebt. Unfassbar, es schüttet wie aus Eimern hier. Es ist wirklich unglaublich und ich bin mir relativ sicher, das hat Auswirkungen aufs Spiel. Und eine hoffentlich spannende Begegnung erwartet uns heute mit FC Porto gegen Benfica Lissabon. In der Mitte, wo sich sonst alles knubbelt, da ist es jetzt frei. Quaresma. Toll, wie er das macht. Und der ist drin. Eliseu. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Der könnte passen. Klasse Abwehrleistung vom Torwart. Logisch, das muss Eckball geben. Ja, der Spielaufbau war hier vielversprechend, aber dann ist der Ball auch schon wieder Fucicato. Die Möglichkeit. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Bällchen ist noch heiß. Vielleicht war hier der Spielaufbau einfach einen Tick zu berechtigt. Jedenfalls steht am Ende der Ballverlust. Er spielt den Ball auf die Außenposition. Jetzt muss er ihn reinspielen. Jetzt zieht er ab. Jetzt ist er ganz frei durch. Jetzt schießt er und er ist drin. Ganz schwaches Zweig. Und jetzt! Abgefälschter Ball und im Aus. Der Ball ist im Aus. Eckball.
Schöner Pass. Solche Zweikämpfe will der Trainer sehen. Da freut er sich. Jetzt wird es brenzlig. Und er wollte das zweite Tor. Aber da steht er, der Torwart. Und er macht ein richtig gutes Spiel. Wenn Sie das sicher nach Hause schaukeln wollen, müssen Sie mindestens noch einen drauflegen. Zur Pause steht es 2:0. Der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Die Fans, die sind begeistert über dieses Kombinationsspiel, das sie hier aufziehen. Können Sie die Flanke verwerten? Quaresma! Jawohl, der fliegt genau in die Arme des Torhüters. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Ein Freistoß, eine Entscheidung, über die man nicht reden muss. Blitzschneller Freistoß. Klasse gehalten und festgehalten. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Und Einwurf. Und jetzt wechseln sie. Quaresma. Ja, das war wichtig, wie er dahin gegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Sehr gute Flanke. Ja, der Ball war im Tor aus. Eckball. Und per Kopf. Super, wie er den Kopfball rausgeholt hat. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Und jetzt ist er durch. Durch und Tor! Und jetzt habe ich nur noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Um das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Und Eckball gibt's.
official has indicated at least 5 minutes of added time. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Sowas nennt man saubere Abwehrarbeit. Ab unter die Dusche und dann vor die Kameras. Das Spiel ist vorbei. Der Schiedsrichter hat es abgepfiffen. Es war wieder eins von diesen Wahnsinns-Derbys. Ja, und das sind ja die Siege, die ganz besonders lecker schmecken, wenn du den